Hallo und herzlich willkommen beim Tech Talk. Ich bin Fabian und im heutigen Video wollte ich euch meine Eindrücke vom neuen M1 iMac in 24 Zoll schildern. Und da gibt es einen ganzen Haufen Dinge, die ich ansprechen wollte. Vom Unboxing über das umstrittene Design, die Qualität der Lautsprecher und die Qualität der FaceTime-Kamera, das Display, die Performance des M1 Prozessors und. Los geht's. Und ich starte heute einmal nicht mit dem Unboxing, sondern mit der FaceTime-Kamera und den Mikrofonen, denn ich dachte mir, für den heutigen Test können wir doch ruhig auch mal das ganze Video mit Ausnahme der B-Roll-Szenen mit dem iMac selbst aufnehmen, so dass ihr euch einen guten Eindruck von der Qualität machen könnt. Und auch wenn ich jetzt hier von einem Greenscreen sitze, denke ich, kriegt ihr einen ganz guten Eindruck von der Qualität der FaceTime-Kamera. Und es ist ja so, auch wenn sich die Corona-Zeit langsam dem Ende neigt, werden uns Videotelefonate weiterhin als wichtiger Bestandteil unseres Berufs- und Privatlebens erhalten bleiben. Und Apple war in den vergangenen Jahren ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, besonderen Wert auf die Frontkameras Wert gelegt zu haben. Gut, im neuen iMac werkelt nun also eine neue 1080p-Kamera, welche Unterstützung von den ganzen Computational Photography-Tricks bekommt, welche Apple im Laufe der Jahre so gelernt hat und die wir ja beim iPhone schon sehr zu schätzen gelernt haben. Apple verspricht uns die beste FaceTime-Kamera ever in a Mac und Mikrofone in Studioqualität. Was das alles taugt, das könnt ihr gerade live sehen. Die Qualität ist auf jeden Fall sehr ordentlich und nicht nur besser als in der Vergangenheit, sondern vermutlich auch besser als viele es erwartet hätten. Hinzu kommt, dass die Mikrofone sich vor allem auf die Stimme konzentrieren, so dass man sogar noch gut verständlich bleibt, wenn man nicht mehr direkt vor dem Gerät sitzt. Weiter geht es mit dem Unboxing. Da ich nicht jeden Tag einen iMac geliefert bekomme, habe ich mich dann auch erstmal ein wenig schusselig angestellt und die Verpackung erstmal falsch herum geöffnet, so dass der iMac auf dem Kopf stand. Nach ein wenig hin und her habe ich es dann aber doch irgendwie geschafft gehabt, den iMac auszupacken. Das ist ja immer ein wenig wie Weihnachten, ne? Wenn man so ein neues Apple-Produkt bekommt. In der Box finden sich dann allerlei Zubehörsachen, passend zur Farbe des iMacs, wie zum Beispiel die Tastatur. In meiner Konfiguration gab es hier die Variante mit Fingerabdrucksensor oben rechts auf der Tastatur. Der funktioniert übrigens wunderbar und spart nicht nur das Passwort beim Einloggen in den iMac, sondern kommt natürlich auch beim Ausfüllen von Passwörtern oder Bezahlen via Apple Pay zum Einsatz. Vermutlich hat Apple hier einfach den Touch-ID-Sensor von alten iPhones verwendet. Er sieht auf jeden Fall exakt so aus. Die Pfeiltasten auf diesem Magic Keyboard, die sind jetzt aus Designgründen wieder so angeordnet, wie ich es eigentlich nicht mag, nämlich mit kleinen Tasten für die Pfeile nach oben oder unten. Abgesehen davon ist es aber eine gut funktionierende Tastatur, mit der man wunderbar tippen kann. Aufgeladen wird dieses Modell über einen Lightning-Anschluss an der Stirnseite. Das passende USB-C zu Lightning-Kabel gibt es ebenfalls direkt dazu. Und anders als die Kabel bei iPhone oder iPad handelt es sich hier um ein Nylon-Kabel passend zur Farbe des iMac. Und erinnert sich eigentlich noch irgendwer an die iPhone 12 Leaks in der zweiten Jahreshälfte 2020? Denn da leakten genau diese Kabel bei den Zulieferern und jeder dachte, dass Apple dem iPhone 12 Nylon-Lightning-Kabel beilegen würde. Wie sich nun herausstellt, waren die Kabel nicht für das iPhone 12 gedacht, sondern bereits für die neuen iMacs in Vorbereitung. Mit dem Lightning-Kabel lässt sich dann nicht nur das Magic Keyboard aufladen, sondern natürlich auch die Magic Maus. Und der Anschluss ist weiterhin unter der Maus. Was ja für viel Kopfschütteln gesorgt hat, da man die Maus so ja nicht gleichzeitig aufladen und benutzen kann. Da das Aufladen der Maus aber sehr schnell geht und selten vorkommt, ist das für mich jetzt keine so große Sache.
Weiterhin in der Box Stromkabel und Netzteil. Selbstverständlich ebenfalls in den iMac-Farben. Also wenn Apple was macht, dann machen die es auch ordentlich. Das Besondere am Netzteil, es bietet einen praktischen Anschluss für den Netzwerkstecker, sodass man weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch hat. Dieser Anschluss ist beim Basis-iMac allerdings nicht dabei. Solltet ihr einen LAN-Anschluss im Netzteil haben wollen, müsst ihr ihn entweder dazu buchen oder eine höherpreisige Variante des iMac bestellen. Eine weitere Neuheit, der Stromstecker ist magnetisch. Und wenn ich hier von magnetisch spreche, dann meine ich jetzt nicht so ein bisschen magnetisch wie beim MagSafe beim iPhone 12 oder wie bei den alten MagSafe-Anschlüssen bei den MacBooks. Nein, nein, das hier ist schon ein richtig, richtig starker Magnet, den man auch so ein bisschen hier quasi reinschieben muss in das Gehäuse. Und es ist definitiv so, wenn man jetzt hier irgendwie über dieses Kabel stolpern sollte, dann ist es nicht so wie früher bei MagSafe, dass dann das Kabel einfach nur rausgeht und der Mac stehen bleibt. Nein, hier würdet ihr tatsächlich den iMac vom Schreibtisch reißen. Und es gibt hier eine interessante Theorie dazu, denn der neue iMac, der ist ja so dünn geworden und deshalb musste Apple diesen neuen Stromstecker entwickeln, da die klassischen Anschlüsse schlicht zu lang waren und vorne am iMac wieder rausgekommen wären. Weiterhin findet ihr in der Box den üblichen Papierkram und passend zum iMac gefärbte Aufkleber. Kommen wir nun zum eigentlichen iMac und dem Design. Ich habe mir das Modell in Blau geordert. Vermutlich eine der Farben, welche auch am meisten verbreitet sein dürfte, da die Farbe auch beim günstigen Basis-iMac dabei ist. Eigentlich wollte ich mir den iMac ja in Gelb bestellen, da ich aber am Bestelltag wohl etwas schusselig war und in Hetze, habe ich mich offenbar verklickt und muss nun mit dem blauen Modell leben. Ja, ich wollte dann die Bestellung auch nicht nochmal stornieren und neu buchen, als ich es dann gemerkt habe. Wir wissen ja, wie das bei Apple ist, denn es hätte dann nämlich gut sein können, dass ich meinen iMac erst einige Wochen später bekomme. Also, jetzt nehme ich halt den blauen. Und wer möchte, kann den iMac auf jeden Fall neben Blau auch in den Farben Grün, Rosé, Silber, Gelb, Orange und Violett bestellen. Die Farben sind natürlich kein Zufall. Apple scheint sich hier auch ein wenig an die eigene iMac-Vergangenheit zu erinnern und möchte uns einen farbenfrohen, spaßigen Einstieg in die iMac-Welt näher bringen. Das hier soll der iMac für alle sein. Für die Familie, für eine Ecke im Wohnzimmer oder fürs Kinderzimmer. Und die iMacs sollen dann eben auch so aussehen, als ob sie genau an diesen Platz gehören. Freundlicher, wohnlicher und nicht wie so eine kalte Technikhülle. Wem das jetzt zu bunt ist, es gibt Gerüchte, dass Apple spätestens bei den kommenden 32 Zoll iMacs auch wieder eine schwarze Farbe anbieten wird. Das Design der neuen iMacs wurde ja im Vorfeld bereits kontrovers diskutiert, insbesondere der weiße Rahmen und das dicke Kinn. Beides sind natürlich bewusste Designentscheidungen von Apple, wie ich auch schon mal in einem anderen Video angesprochen habe. Angeblich soll der weiße Rahmen eben genau deshalb von Apple gewählt worden sein, da der iMac eben vielfach in normalen Wohnungen steht. Und dort gibt es auch häufig weiße Wände und ein weißer Rahmen sorgt dafür, dass der Computer mehr mit den weißen Wänden verschmilzt und eben weniger störend auffällt. In meinem Fall trifft das auf jeden Fall zu und gerade ein schwarzer Rahmen würde sich hier doch sehr deutlich abheben. Das Kinn wurde von Apple natürlich ebenfalls ganz bewusst gewählt, zum einen um das ikonische und legendäre iMac-Design zu bewahren, zum anderen, damit man den Computer so dünn machen kann, wie er eben ist. Denn Apple hat quasi das Kinn dafür genutzt, um den eigentlichen Computer, die Lautsprecher, den M1-Chip, die Lüfter und so weiter unterzubringen. Und dadurch konnte Apple den neuen iMac so dünn machen. Und das sind eben 11,5 mm. Sprich, dieser neue iMac ist dünner als ein MacBook Pro, MacBook Air oder eine Apple Watch. Dieser iMac ist so dünn, dass man den Kopfhöreranschluss an die Seite legen musste, damit der Stecker noch in den Computer passt. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einer alten Kritik bei Apple Produkten. Muss ein iMac so dünn sein? Muss ein iPhone so dünn sein? Also, daher kennen wir es ja. Also, klar. Dünn ist modern, die ganze Konstruktion zeugt von einer enormen Ingenieurs- und Designleistung, das so hinzubekommen. Und ja, wenn man den iMac von einem Ort zum anderen trägt, dann geht das natürlich unglaublich einfach. Es ist unglaublich leicht und wunderbar zu bewerkstelligen. Nur, der iMac ist ja kein Laptop. Man transportiert den iMac normalerweise nicht permanent woanders hin. Wenn er einmal steht, dann steht er. Und dann schaut man in der Regel von vorne auf das Gerät, dann kriegt man auch nicht mehr mit, wie dick das Gerät ist. Hätte man den iMac also dicker gemacht, den ganzen Computerteil und Teile des Netzteils hinter den Monitor verfrachtet, dann wäre der iMac zwar etwas dicker geworden, aber dafür hätte man das Kinn weglassen können.
Ich verstehe, dass man das so sehen kann und ich sehe auch den praktischen Nutzen darin. Ich bekomme natürlich auch die Kritik mit, am weißen Rahmen und am Kinn. Aber ich denke auch nach wie vor, dass das für Apple keine Option war. Man muss Apple-Produkte am Design erkennen können. Wenn ein iMac aussieht wie jeder stinknormale andere Monitor, dann ist die Verwechslungsgefahr mit anderen Produkten größer. Der Wiedererkennungseffekt in Filmen, Büros, Schulen oder auch in der Uni oder bei Freunden und Bekannten, der geht flöten. Und ich bin auch nicht sicher, dass ich es wirklich hübscher finden würde. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, dass mich das Design des neuen iMacs jetzt umgehauen hätte. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass es ein schönes Gerät ist. Und eine Sache weiß ich bei Apple in der Regel sehr zu schätzen. Und das ist die Kontinuität beim Design. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Also Apple hat ja schon eine ganz klare Design-Handschrift, die man ja über alle Geräte hinweg auch erkennen kann. Und man kann ja auch wunderbar an der Google Pixel-Reihe erkennen, wie man es eben nicht machen sollte. Denn da hat man jedes Mal irgendwie ein komplett anderes Design gewählt, neue Funktionen hinzugetan, mit der Notch experimentiert, andere Eigenschaften hinzugefügt und das Gerät sah immer anders aus. Und am Ende verprellt man dann auch die treuesten Konsumenten. Okay. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr vom Design des neuen iMac haltet. Ich meine, man kann ja auch davon ausgehen, dass der neue 32 Zoll iMac ja ebenfalls dasselbe Design, nur größer und in eventuell anderen Farben bekommen wird. Das Display des neuen iMacs ist brandneu und natürlich eine der wichtigsten Komponenten bei diesem Computer. Im Vergleich zum bisherigen 21,5 Zoll iMac geht das Display wesentlich weiter bis an die Ränder. Das Display selbst ist nur 23,5 Zoll groß, damit aber deutlich größer als beim bisherigen 21,5 Zoll großen Einstiegs-iMac. Es handelt sich um ein wunderschönes 4,5K-Display mit einer Auflösung von 4480x2520 Pixeln. Das Display bietet 500 Nits LCD-Technologie und unterstützt den P3 Farbraum. Also die 500 Nits bedeuten, es ist genauso hell wie ein MacBook Pro, also M1 MacBook Pro, wobei die haben vorher auch schon 500 Nits geboten, und 100 Nits heller als ein M1 MacBook Air, und das empfand ich auch schon als hell genug, oder ich empfinde es sogar als hell genug. Aber es ist natürlich auch 100 Nits weniger hell als beispielsweise ein iPad Pro. Nichtsdestotrotz, es ist wirklich ein ganz, ganz toller Bildschirm und es ist sehr gut möglich, dass wenn ihr ein wenig sparen wolltet und euch einen M1 Mac Mini und einen separaten Bildschirm in gleicher Qualität kaufen wolltet, am Ende sogar teurer kommt. Was natürlich auffällt, bei der Größe kann der Bildschirm je nach Lichteinstrahlung spiegeln und eine matte Version gibt es nicht. Also ihr müsstet euch dann mit entsprechendem Zubehör helfen, mit Folien oder sonst irgendwas. Aber in meinem Wohnraum empfand ich das jetzt nicht als besonders großes Problem. Also ich kann jetzt auch nicht finden, dass das hier allzu störend irgendwo spiegelt, aber ich habe gelesen, dass das ein Kritikpunkt am neuen iMac sein kann. Kommen wir zu den Lautsprechern des neuen iMacs. Apple machte bei der Präsentation hier ja eine große Sache draus und spricht von einem 6-Lautsprechersystem und den besten Boxen. Natürlich, den besten Boxen, die es jemals in einem iMac gegeben hat. Okay, es gibt hier ein bisschen Licht und Schatten. Zum einen, ja, die neuen Lautsprecher klingen gut. Sie sind sehr laut. Man kann ohne weiteres einen mittelgroßen Raum damit mühelos beschallen. Die Verzerrungen halten sich auch bei höheren Lautstärken in Grenzen. Und insbesondere die breite Stereobasis und der 3D-Audio-Effekt, die können wirklich gefallen. Natürlich können die neuen Lautsprecher auch die neue verlustfreie Apple Musik abspielen, welche jetzt im Juni startet. Und dabei unterstützen sie natürlich auch Dolby Atmos Musik. Soweit so gut. Doch wo die Lautsprecher wirklich drunter zu leiden haben, ist das dünne Gehäuse. Denn es fehlt einfach der Bass. Und das ist ja auch kein Wunder, denn es fehlt schlicht und einfach am Volumen. Und auch Apple kann trotz aller tollen Ingenieurskunst und Elektroniktricks die Gesetze der Physik nicht außer Kraft setzen. Mich haben die Lautsprecher vom Klang so ein bisschen an den HomePod Mini erinnert. So in der Art, für den zur Verfügung stehenden Platz ein guter Klang mit Abzügen beim Bass. Hier also auch wieder die Frage an euch. Hätte Apple das Gehäuse doch dicker machen müssen oder sollen, damit die Lautsprecher im iMac mehr Platz bekommen? Oder ist es völlig unsinnig, da Menschen, die auf Audio Wert legen, ohnehin über Kopfhörer hören oder den Ton über separate Lautsprecher ausgeben? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt.
Kommen wir zum M1. Diesen Teil brauchen wir aber gar nicht in die Länge ziehen, da wir mittlerweile schon so oft über den M1 gesprochen haben und der M1 im iMac sich nicht von den anderen Apple-Produkten mit M1 unterscheidet. Sprich, dieser iMac hier ist genauso schnell wie das M1 MacBook Air, das M1 MacBook Pro, der M1 Mac Mini und auch das M1 iPad Pro. Da dieser iMac viel Platz für den M1 bietet und auch über eingebaute Lüfter verfügt, dürft ihr bei hoher andauernder Arbeitslast eine ganz schwach bessere Performance gegenüber lüfterlosen M1-Geräten erwarten. Also so nach 20, 30 Minuten, da ist der hier halt ein bisschen schneller, so 5-15% ungefähr. Also das ist ganz ähnlich wie beim M1 Mac Mini und dem M1 MacBook Pro, die Performance von diesem iMac. In der Praxis bedeutet das auch, dass der neue Einstiegs-iMac schneller ist als Geräte mit Intel i7-Prozessoren und sich den i9-Prozessoren nur bei Multicore-Anwendungen ganz knapp geschlagen geben muss. Dieser iMac ist demzufolge in jeder Hinsicht deutlich schneller und besser als der bisherige Einstiegs-iMac, das 21,5 Zoll Modell. Das bedeutet aber auch, Grafikberechnung und Videorendering dauern ungefähr genauso lange wie bei den anderen M1-Geräten. Und das war ja eigentlich schon verdammt schnell, wenn man mal ehrlich ist. Und wer mehr Performance braucht, der sollte auf die M2-Geräte in der zweiten Jahreshälfte warten. Was halte ich nun vom neuen iMac? Ist die Operation Redesign gelungen? Ich finde, ja, denn vermutlich werden sich vor allem Tech-Nerds am großen Kinn, dem weißen Rahmen und zu wenig USB-Ports stören. Wenn ich jetzt so in meine Familie schaue, sind denen diese Dinge nämlich herzlich egal. Alle Otto-Normal-User erhalten einen grundsoliden, gut aussehenden, richtig schnellen Computer mit tollem Monitor zum, wie ich finde, fairen Preis. Es ist nichts wirklich falsch mit diesem Computer. Ich denke, dieser iMac ist perfekt auf die Familienzielgruppe abgestimmt. Dieser neue iMac begeistert mich jetzt nicht, aber in Schulnoten ausgedrückt würde ich ihm ohne zu zögern eine 2 geben. Und wäre das jetzt der erste M1-Computer gewesen, der erste Computer mit Apple Silicon, dann wäre ich vielleicht sogar begeistert gewesen. Der neue iMac, der beginnt jetzt ab 1449 Euro. Bei dieser Basisvariante fehlen dann der LAN-Anschluss im Netzteil, es gibt kein Touch-ID im Keyboard, es gibt nur 2 USB-C Thunderbolt-Anschlüsse und es gibt auch nur 7 Grafikkerne bei der Grafikkarte. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, all diese Dinge sind absolut verschmerzbar. Die meisten Leute schließen Tastatur und Maus über Bluetooth an, betreiben ihren Rechner mit WLAN und der fehlende Grafikkern macht jetzt keinen so großen Performance-Unterschied aus. Und wer doch irgendwas davon gerne hätte oder neben den 2 eingebauten USB-C Thunderbolt-Ports 2 weitere USB-C-Anschlüsse braucht, es lässt sich alles dazu ordern. So denke ich über den neuen iMac. Bitte schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Weiter geht's in den kommenden Tagen hier auf dem Kanal mit Videos zum neuen Apple TV und Zubehörempfehlungen für das neue iPad Pro. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, gebt einen Like, wenn ihr mögt und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Fabian.